Heute frage ich dich, darfst du schuldig sein oder gibst du doch lieber deinem Gegenüber die Schuld? Hast du schon die Dynamik der Schuldzuweisung verstanden? Schuldzuweisungen funktionieren wie das Ping-Pong-Spiel. Du gibst den Ball immer wieder zum anderen, er kommt zu dir zurück und du gibst ihn wieder dem anderen. Du sagst, du hast das nicht gut gemacht. Der andere sagt, ja, aber du hast das nicht gut gemacht. Ja, aber du hast das nicht gut gemacht. Und so geht es immer hin und her, bis letztendlich beide sauer sind und nichts mehr voneinander wissen wollen. Der Auslöser ist letztendlich immer nur, dass wir alle nicht schuldig sein wollen. Ich freue mich, dass ich heute in diesem Video ganz viel Infos zum Thema mit dem Umgang der Schuld präsentieren darf. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Sonja Ecker, ich bin Expertin für Menschen in Lebenskrisen und ich habe mich auf das Dolmetschen der Seelensprache spezialisiert. Schuld ist das tiefschwingendste Gefühl, das es gibt. Es gibt da so eine Tabelle, auf der werden die Frequenzen der Gefühle eingeteilt. Und Schuld und Scham stehen dazu unterst und Frieden, Liebe und Freude, das steht zu oberst. Und ich glaube, da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren, welche Gefühle, dass wir da sehr gerne fühlen und welche das halt wirklich anspruchsvoller sind. Heute habe ich mich entschieden, über das Thema Schuld oder das Gefühl der Schuld zu sprechen. Und da gibt es für mich zwei wichtige Punkte. Das eine ist das Schuldgefühl und das andere ist die Schuldzuweisung. Das Schuldgefühl ist einfach nur ein Gefühl, ein tiefschwingendes Gefühl. Die Schuldzuweisung ist nichts anderes als das Nicht-Fühlen-Wollen von der Schuld und deshalb dem anderen die Schuld zu geben. Und das kommt zurück, wie ich eingangs schon gesagt habe. Wie kann ich denn mit dieser Schuld umgehen, dass ich in meiner Kraft bleibe oder dass ich sogar noch Kraft aus all diesen Situationen schöpfen kann? Weil hinter jedem Gefühl liegt immer auch die Möglichkeit, Kraft zu schöpfen. Und heute schöpfen wir die Kraft aus der Schuld. In dem Moment, wo du bereit bist, hinzugehen und einfach mal zu sagen, ja, es ist gerade Schuld da. Nur schon das ist sehr wertvoll. Nur schon mal einfach nur der Schuld den Raum zu geben, den Platz zu geben und nicht einfach diese ganze Schuld immer nur hin und her zu schieben. Es geht darum, wirklich ganz bewusst diese Schuld anzuschauen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist auch bereit zu sein, mal diese Schuld einfach zu fühlen. Okay, ich bin schuldig. Okay, das habe ich nicht gut gemacht. Mir selbst oder dir selbst mal einfach auch die Bewilligung zu geben, etwas nicht gut gemacht zu haben, einen Fehler gemacht zu haben. Weil Schuld und Fehler, das ist so nah miteinander, das ist so eng miteinander verknüpft. Wenn wir mal zurückgehen in die Schulzeit, auf was wurde es so stark geschaut? Nicht auf dieser Anteil, in dem wir richtig stark waren und gut waren, sondern es wurde immer rot markiert und angestrichen, was ich nicht gut gemacht habe. Der Fehler, wenn ich nach Hause kam, dann mit der Prüfung, auf was wurde geschaut? Nicht auf die 90% oder auf die 80% oder die 70%, die gut waren, sondern auf diese Prozente, die nicht gut waren, auf den Fehler. Und wurde ich gelobt für diesen Fehler? Nein, ich wurde für das gemaßregelt und ich musste vielleicht mehr Hausaufgaben üben oder es war einfach nicht gut. Und das fühlt sich einfach nicht schön an.
Und letztendlich geht es darum, dass wir in unserer Kraft sind und zufrieden sind mit uns. Und sind wir doch mal ehrlich, 70, 80 oder 90% von etwas, das ich gut gemacht habe, das ist doch eigentlich schon eine Leistung. Aber ich möchte mich da jetzt nicht ganz in die Fehlerwelt einlassen, sondern ich möchte zurück zur Schuld gehen. Also wenn ich bereit bin, auch mal zu sagen, okay, ich habe dann einen Fehler gemacht. Wenn ich dahin gehen kann und sage, ah, ich habe einen Fehler gemacht, da hat noch was gefehlt, dass ich diese 100% gut mache. Dann bekommt das Ganze eine sehr konstruktive Energie. Weil dann hole ich mir diese Anteile zurück, die fehlen. Und genau dasselbe ist mit der Schuld. Statt dass ich hingehe und dem anderen sage, hey, du bist schuldig, weil du das und das und das gemacht hast, könnte ich ja auch hingehen und sagen, okay, wir schauen mal, was denn dahinter liegt, was genau ist passiert und wie habe ich darauf reagiert. Oder was habe ich gemacht, wie hat der andere darauf reagiert. Und das sind die Fakten. Weil wir aber die Schuld nicht gerne fühlen, gehen wir schon gar nicht mehr hin und schauen, was denn wirklich passiert ist. Und dann finden wir auch nicht heraus, was denn hier fehlt. Dass diese Begegnung, dass diese Beziehung oder was es auch immer gerade ist, wieder schön fließen kann und in voller Kraft ist. Also bei Schuld geht es immer darum, einfach nochmal zu sagen, Schuld ist da. Die Bereitschaft zu haben, schuld zu sein, die Bereitschaft zu haben, ich habe einen Fehler gemacht, die Bereitschaft herauszufinden, was denn da gerade noch fehlt, welcher Anteil fehlt, dass es mir gut geht und dass es vielleicht sogar dem anderen auch gut geht. Ich finde das heraus, indem ich immer ganz genau schaue, was ist passiert, wie habe ich darauf reagiert. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist danach, okay, was hätte ich denn gebraucht? Oder was hätte der andere gebraucht? Und wenn ich da wirklich ganz achtsam bin mit mir und ganz ehrlich bei mir bleibe, finde ich Antworten, die mich total in meine Kraft bringen. Und dann ist auch die Schuld wieder ein sehr wertvolles Gefühl, weil ich da für mich Anteile rausfiltern kann, die für mich noch fehlen, damit ich in meine Kraft komme. Und dann, dass ich sage, der andere hat das nicht gut gemacht, kann ich auch hingehen und sagen, ah, ja, hier konnte ich noch nicht mitteilen, was ich brauche. Oder hier habe ich vielleicht zu viel gesagt, weil ich gerade nicht achtsam war dem anderen gegenüber. Und beides sind Anteile, die mir gehören. Und das ist sehr wichtig für einen schönen und respektvollen Umgang im Miteinander. Aber das funktioniert nur, wenn wir wirklich ganz bewusst in diese Schuld reingehen. Und wenn wir ganz bewusst sagen, ja, Schuld darf da sein, ja, ich darf ja auch mal schuldig sein, ich darf ja mal was nicht gut machen. Wichtig ist einfach, dass ich da für mich ganz ehrlich mit mir bin und herausfinde, welcher Seelenanteil da gerade für mich wieder integriert werden möchte. Ich lade dich heute ganz herzlich ein, mal ganz wach bei dir hinzuschauen, wann bei dir die Bewertung der Schuld kommt, wann du Schuld zuweisen willst oder wo dir Schuld zugewiesen wird und wie du darauf reagierst. Hol dir doch diese Seelenanteile zurück, indem du bereit bist, ganz wach zu sein, wenn es um das Thema Schuld geht. Indem dir sofort bewusst wird, ah, es geht ja nur um Schuld, es geht ja nur um diesen Seelenanteil, der fehlt, der von mir gefunden werden möchte. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Erforschen, welche Seelenanteile zu dir zurückkommen möchten.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lade ich dich ganz herzlich ein, meinen Kanal zu abonnieren, damit du keinen von meinen Impulsen verpasst. Und wenn es für dich eine Herausforderung ist, dich der Schuld zu stellen oder mit diesen ganzen Schuldgeschichten umzugehen, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu einem kostenlosen Erstgespräch, damit wir für dich herausfinden können, was du brauchst, damit du ein Leben voller Power und voller Freude leben kannst. Schön, dass du da warst.